Hallo, ich bin Finnegan Adam, ich komme aus Bielefeld. Ich bin Julia, ich bin 25 Jahre alt und ich komme aus Osnabrück. Ich heiße Vincent Felix und ich bin alter Münsteraner, aber ich wohne in Oslo, Norwegen. Ja, ich bin Henning, bin 29 Jahre alt und komme aus Osnabrück. Wir haben 7 Jahre in Münster gelebt, gewohnt. Und zwar in Mecklenburg. Ich heiße Ulrike Adam und bin hier heute Tagestouristin. Ich bin in Münster aufgewachsen. Ich bin als 5-Jähriger hingezogen aus dem südlichen Münsterland und habe hier dann gelebt, bis ich 26 war. Was treibt Sie nach Münster? Heute habe ich einen Ausflug mit meiner Mutter hingemacht nach Münster und wir sind hier in Münster rumgegangen und wir fanden es echt sehr schön mit den Arkaden. Wir wollten heute gerne einen Tagesausflug machen und wir finden die Stadt hier in Münster tatsächlich ein bisschen schöner noch fast als in Osnabrück und zum Bummeln. Genau, deswegen sind wir heute nach Münster gekommen. Heute wollte ich einen Tag mit meiner Freundin hier verbringen, bummeln, ein bisschen spazieren gehen und ja, auch das Wetter genießen. Was schätzen Sie an der Stadt? Was ich an der Stadt schätze. Also ich mag die Architektur sehr gerne. Also ich fühle mich einfach sehr wohl hier. Wenn ich hinkomme, halt einfach das Gefühl und wie sagt man so, die Energie würde ich mal behaupten, finde ich einfach total schön hier. Also ich fühle mich so direkt willkommen. Ich finde die Altstadt sehr, sehr schön und ich finde auch, dass Münster immer noch relativ viele Einkaufsgeschäfte hat, sodass man wirklich gut einkaufen gehen kann und ja, nicht so viel Leerstand wie in anderen Städten zum Beispiel. Ich schätze an der Stadt das Überangebot von Fahrrädern. Das kriegen wir in Bielefeld nicht hin, fahrradfreundlich zu sein. Das sticht einem hier sofort ins Auge. Und ich fühle mich auch sofort wohl. Ich steige im Bahnhof aus dem Zug, überquere diese eine unangenehme Straße und habe das Gefühl, dass ich in einem Wohlfühlort mich bewege. Ich finde, dass das hier sensationell klappt, dass man nicht totgefahren wird von Autos, weil es ja nur Busse und Fahrräder in der Stadt gibt. Sowas finde ich besonders und ist immer wieder verblüffend, warum das in anderen Städten nicht möglich ist, sowas einfach mal hinzukriegen. Die Stadt Münster ist eine sehr offene Stadt, eine sehr freundliche Stadt. Münster hat einfach einen ganz besonderen Flair. Und als wir von Münster weggezogen sind, konnten wir uns sehr schlecht von Münster trennen. Also wir sind mindestens einmal in der Woche wieder nach Münster gefahren, um ja einfach so diesen Flair und dieses einfach nochmal zu haben, ne? Ich mag die Altstadt sehr. Ich mag, dass hier so viele verschiedene kleine Läden vorhanden sind und dass man hier noch so schön wirklich bummeln kann, ganz klassisch. Münster ist einfach angenehm. Es ist eine Stadt, die relativ groß ist eigentlich, aber gleichzeitig so sehr ruhig, obwohl viel passiert. Und auch jetzt gerade die letzten Jahre sieht man viel Kultur. Also Haverkamp und so, das ist ja schon alt, Bennohaus, das Gleis 22. Aber es wächst immer irgendwie. Ich bin gerne hier einfach und die Möglichkeiten, was zu machen und gleichzeitig auch nicht in der Stadt verschluckt zu werden, sodass ich raus kann und Fahrrad fahren, wandern, was weiß ich. So, ja, das schätze ich an Münster. Was gefällt Ihnen nicht an Münster? Was ich nicht so gerne. Ich weiß nicht. Würde mir jetzt nicht direkt was einfallen eigentlich. Ich finde, ich mag's hier. Was gefällt mir nicht? Also man findet immer was, was einem nicht gefällt. Boah, ich glaube, dafür kenne ich Münster zu wenig. Ich kenne, glaube ich, nur die schönen Seiten eigentlich der Stadt. Deswegen fällt mir da jetzt tatsächlich erstmal so nichts ein. Ja, ich finde zum Beispiel teilweise die innenstädtische Architektur, Stubengasse und sowas, das ist so ein bisschen. Ja. Obwohl da war früher ein Parkplatz, der war auch nicht besser. Ne? So, mir fällt faktisch wenig ein, was ich nicht mag an Münster. So, es ist einfach, es sind viele verschiedene Leute aus verschiedenen Ländern, verschiedenem Hintergrund und so weiter. Das finde ich einfach gut. Da fühle ich mich wohl, ja. Spontan fallen mir da jetzt wenig Sachen ein. Das Einzige ist, manchmal, wenn man hier hinkommt, braucht man doch noch länger, um einen Parkplatz zu finden. Aber ja, das wäre das Einzige, was mir jetzt einfällt. Jetzt wüsste ich aus dem Stegreif jetzt nicht unbedingt, was jetzt nicht so schön ist.
Ich weiß nicht, wie das wäre, wenn ich hier arbeiten würde und hier leben würde, ob ich das vielleicht als sehr touristisch empfinden würde hier. Aber das sind ja die Vorzüge, die ich nutze. Darum fahre ich hier hin und finde es einfach total schön. Leider. Münster ist einfach